Dieser Mann soll jahrelang bis zu 10 Tonnen Kokain pro Monat verkauft haben. Der kolumbianische Drogenboss Barrera, auch The Crazy, der Verrückte genannt, wurde von den US-Behörden mit einem Kopfgeld von 5 Millionen Dollar gesucht. Ende vergangenen Jahres wurde er in Venezuela gefasst. Nun muss Barrera sich vor 3 US-Gerichten verantworten. Heute wurde der letzte große Drogenlord der 80er Jahre an die USA ausgeliefert. In Kolumbien, das zu den weltweit größten Kokainproduzenten zählt, wurden auch diverse Mitglieder von Barreras Organisation verhaftet und mehrere Tonnen Drogen sichergestellt.